Hallo und herzlich willkommen, ihr Modern Consumer, zu meinem dritten Part Skillspiele bei FIFA 13. Der erste Part war ja hier diese Flachpass-Challenge. Dann habe ich Dribbling gemacht und ihr seht meine allgemeinen Fortschritte in dem letzten Level. Und ich habe gehört, danach kommt ja noch eins. Da wollen wir mal gerade reinschauen. Was habe ich gesagt? Keine Ahnung, ist auch egal. Ich habe da noch nicht viele Punkte und man kann da viel mehr machen. Und ihr habt mir auch eure Kommentare geschrieben, dass viele von euch haben, und die sind natürlich stolz drauf, gleich am Anfang über 20.000 Punkte gehabt. Ich glaube dem einen oder anderen das jetzt vielleicht nicht so wirklich, dass man wirklich beim ersten Mal gleich über 22.000 Punkte da hat. Aber da werden bestimmt der ein oder andere bei sein, der wirklich so gut ist. Und ja, ich hoffe, dass ich jetzt hier noch was machen kann und auch mal was Gutes schaffe. Und dann wollen wir mal schauen. Ich habe gehört, es gibt auch noch eine Challenge danach, eine Ultimate oder so. Ach, keine Ahnung, ist mir auch egal. Ich werde das sehen, wenn ich das irgendwann mal durch habe, was dann noch kommt. Mehr sehe ich hier noch nicht. Und ja, ich habe den Überblick hier nicht so richtig gehabt. Es gibt 8 Übungen. Ne, Bronze-Level. So weit bin ich da immer dann. Ist das richtig? Skill-Challenge. Ja, da bin ich dann schon bei der Skill-Challenge. Naja, und ich sollte natürlich jetzt erstmal die Heber-Geschichte machen. Also erst die 2 und dann die 3. Aber ist jetzt einmal vertauscht gewesen, aber das sollte jetzt nicht der Beinbruch hier sein. Also wir fangen jetzt mal an hier im dritten Part mit der Heber-Geschichte. Ich habe natürlich nicht weitergemacht. Ich habe mir jetzt mal gedacht, ich nehme Marco Reus für diese Übung. Und ich habe mir jetzt auch vorgenommen, mich... Also dann wird das Video halt länger, das ist mir jetzt egal. Ich werde mir jetzt richtig Mühe geben, meinen Sitz nochmal genau hin positionieren, wie ich ihn brauche. So, und ich bleibe jetzt ruhig und ja, ich will das einfach auch lernen. Ich will was davon haben und ihr könnt dann dabei zugucken, wie halt immer. Und danach vielleicht auch selber eine Runde spielen. So, als Hebers mit LS, das bestimme die Richtung mit dem linken Stick, ist klar, und lege die Stärke mit X fest. Je stärker du den Heber auflädst, desto weiter fliegt der Ball. Punkte erzielen. Erzielst du den Ball? Je weiter entfernt dieser ist, umso mehr Punkte erhältst du. Du erhältst auch Punkte, wenn der Ball in ihrer Nähe landet. Also landet der Ball in einem der vorderen Mülleimer, erhältst du für den Rest der Übung die doppelte Punktzahl. Was? Landet der Ball in einem der vorderen Mülleimer? Aha. Das heißt, die vorderen Mülleimer, das sind diese, die hier so aufgeklappt sind, oder was? Keine Ahnung, wir werden es jetzt mal testen. Hä? Ich soll jetzt einfach nur X drücken? Aber ich muss den... Ja, das war Glück. Ich muss doch LB und X drücken, dachte ich immer. Das... Nein, ah! Toll, 250 Punkte. Ich drücke jetzt einfach nur X, aber das kann es doch nicht sein. Meiner Meinung nach ist doch LB immer Lupfen gewesen. Wir gucken noch mal kurz nach. X. Da steht nicht, dass ich LB drücken soll. Und das ist doch hier immer so ein Heber gewesen. Boah, 4000 Punkte, schön. Keine Ahnung, wie viel man hier übrigens erreichen kann. Haha! Ich versuche jetzt gerade mal. Ich versuche mal gerade den Heber allgemein zu machen. Der geht ja mit LB. Oh. Hä? Okay, irgendwas klappt hier nicht. Nein! Wie viele Punkte brauche ich eigentlich? Jetzt habe ich noch da oben was Rotes. Ich krieg's nicht hin. Ich krieg's jetzt schon nicht hin. Mal gucken, ob der da. Ja, komm, der müsste jetzt reingehen. Ja, 5000 Punkte. Anscheinend habe ich die Übung dann jetzt schon geschafft. Aber hier kann man ja viel mehr Punkte holen, als ich jetzt schon habe. Oh, der geht auch rein. Nicht. Ja, aber das müsste an sich reichen. Fast. Nein. Okay. Nochmal. Was stand denn, wenn ich den vorderen mache, dann kriege ich einen doppelten Punkt. Ja. So, mal gucken, was jetzt passiert. Oh, die Musik von FIFA finde ich übrigens sehr schön, oder? Das sind richtig... Oh, 10.000 Punkte mit einem Schuss. Da sind richtig schöne Lieder dabei. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal erzählt und gesagt schon euch in Videos, aber ich muss es immer wieder sagen. Bitte bleibt da jetzt mal liegen. Ja, so. Komm, geht er rein irgendwo? Ja,
Nein! Oh, genau zwischen die Tonnen. 500 Punkte. Jetzt brauche ich ja nochmal einen guten Schuss. So. Ja. Nein! 1000 Punkte nochmal. Wie waren das? 15.000 brauche ich. Nein! Oh, komm, komm! Oh, das kullert das Ding dazwischen. Nochmal 1000. Also jetzt nochmal einen guten Treffer hier. Komm, wir machen jetzt erstmal sachte. Ja, nein! 500 Uhr. Oh Gott! Ich würde das schon jetzt gerne in den Durchgang durchhaben, gleich das Ding. Ja, komm, das gibt jetzt auf jeden Fall 1000 Punkte. Lächerlich. Da kriegt man also viel mehr Punkte schon hier. Ach, ich habe ja noch einen. Ach, 4000. Schön. Gut, damit sollte das Ding erstmal gegessen sein. Weiter. Für einen flachen und stärkeren Heber hältst du RB gedrückt. Ach, RB war das. Ach, scheiße, ich hab's schon wieder vertauscht. Wenn du X auflädst, so wirst du den Ball ums Ohr ziehen, eine Stimme auf weitere Distanz, einen Ball auf dem Fuß spielen möchtest. Versuche die nahe Ziele mit dem Ausspringen, Heber drehen und weiter entfernen. Ne, ich lese ganz komisch. Du hast 10 Versuche. Ich hab's nicht gerafft. RB. Mit RB war das doch jetzt. Was rennt ihr da hinterher? Ja, yeah, was geht ab hier? So, da habe ich ein Ziel umgeschossen, okay. Ja, und dann noch eins. So, und jetzt muss ich alle wegräumen anscheinend. Aha. Gut, und jetzt? Das da hinten. Komm. Achso, das ist weiter oben. So. Ja. Jetzt nochmal da. Jo, der kommt perfekt nicht. Ach, fuck. Schade, dass man vorher nicht sehen kann, wie viele Punkte man braucht. Ey, war der schon wieder daneben? Ich mache jetzt mal mit RB. Mal gucken, was da. Ja, RB ist halt irgendwie so flach. Ja. Schön. Das hat anscheinend schon gereicht. Ich habe noch einen Versuch, der wird mir aber gut geschrieben. Es hat nicht gereicht. Ich brauche 12.000 Punkte. Warum war denn das grün da oben? Weil ich alle Ziele hatte oder was? Na gut, okay. Jetzt werden wir es schneller schaffen. Ne? Jetzt kann ich es ja schon. Ne? Oh Gott. Nur das Kleine getroffen. Nein, schon wieder nur. Oh, fuck. Hä? So, jetzt aber. Ja! Ach nein, zu weit. So. Oh, wie geht denn das? Ja, schön. Und jetzt da oben. Oh, das kommt doch. Ja. Ach Mann. Ist echt eine Qual hier, oder? Ja. 9680 Punkte, noch 2 Versuche übrig. Das heißt extra Moneys. Und damit habe ich es jetzt aber wirklich nicht geschafft. Scheiße! Oh Mann! Ich muss sie auf jeden Fall vorne alle gleich treffen. Also die mittleren dann auch. Ja, nein! Und damit kann ich dann wieder neu anfangen, ne? Oder wie ist das? Ja, ich meine, jetzt halt instant treffen wäre super geil. 500 Punkte nur, oder wie viel waren es? Ich konnte es nicht sehen. Komm! Ja! Und jetzt aber! Guck mal, ich habe noch 5 Versuche übrig. Das muss doch jetzt richtig Punkte geben. Na, endlich hat's gereicht. Schön. Silber-Level abgeschlossen. Toll! Ich bin zufrieden. Latten-Challenge. Versuche die Latte mit einem Heber zu treffen, indem du X drückst. Du hast 8 Versuche dafür. Wenn du sie triffst, wird die Entfernung zu ihr vergrößert. Ah, hältst du ein paar zusätzliche Versuche. Okay. Ja! Geil. 1. Ah, schade. Zu niedrig. Aber immerhin treffe ich's Tor. Zu niedrig. Ah. Oder zu niedrig. Ja. Oh. Also wenn mir hier einer erzählt, er hat alles beim ersten Mal geschafft mit der Latte,
Dann krieg ich eine Lanze. Oh. Ja, Pfosten. Zählt das auch? Nein. Aber es gab Punkte. Ah, wieder eine neue Sitzposition einnehmen. Zu hoch. 4 Versuche noch. 2 Minuten 30. Ich meine die Zeit. Achso. Oh, der war doch auch. Ja. Ah, Mann. Ja. Ah. Ja, das war... Ich weiß es nicht. 12.500 Punkte, das sollte aber zu schaffen sein hier. Zweimal treffen, dann hat man es doch schon, oder? Gehe ich mal von aus, gerade so grob. Schön! Caramba Carajo! Oh! Ja, da muss man schon ein gutes Gefühl haben für die ganze Sache. Ich habe immer ein gutes Gefühl. Ja. Ah, der ist doch... fast drin gewesen, oder? Jetzt dran gewesen. Dran. Ah. Oder mache ich mal aus dem Stand? Vielleicht gibt es ja auch einen Trick bei. Naja, aber das geht anscheinend so nicht. Oh. Also. Meilenweit drüber, das kann ich einfach. Das geht gut. Ah, ich muss schwächer schießen. Ich habe das... man hat das noch nicht so im Gefühl alles. Aber dafür ist ja diese tolle Skill-Challenge gut. Komm, nein, es ist schon wieder vorbei. Ich muss ja mindestens zweimal treffen. Diesmal gab es 6.000 Punkte, warum auch immer. Nochmal so ein Schuss und dann habe ich schon die Punkte erreicht. Ah. Ah. So, komm. Ja, er war dran und ich habe es schon geschafft. Ist das nicht cool? Endlich, beim dritten Durchgang. Ich find's gut. 18.000 Punkte. Das geht ja richtig weit nach hinten noch, wenn man will. Wenn man es kann. Aber ich ziehe das jetzt erstmal durch. Vielleicht mache ich ja noch einen. Ah, aber es ist halt echt schwer von hier hinten. Oh, der kommt nicht. Der kommt gut. Echt. Da seht ihr mal, wie ich mich verschätze. So. Nee, das war auch nicht der richtige Weg, um nochmal zu treffen. Aber der nicht. Zu hoch. Zu hoch. Niedrig. Zu niedrig. Und völlig daneben sogar. Zu hoch. 3 Versuche noch. Und dann ist das Ding erstmal gegessen. Zu hoch. Und jetzt, wie er sich ärgert. Zu niedrig. Zu niedrig. Ah, okay. Gut, aber es ist geschafft. Und da kann man nicht meckern. 18.100 bei 12.500, die man braucht. Das heißt, jetzt kommt was richtig Schwieriges. Hier geht es darum, Heber über die Mauer hin und her zu spielen. Die Übung endet, wenn der Ball außerhalb des Feldes landet oder wenn der Ball mehr als einmal ausspringt, bevor du ihn zurück über die Mauer... Ah, einmal darf er ausspringen. Okay, das ist also schon wieder so ein Ding. Ja, das war's schon. Das ist das, wo ich dann gleich wieder sage, wenn ich keinen Bock mehr habe, breche ich ab. Kopfball und vorbei. Warum drücke ich eigentlich LB immer automatisch? Ich weiß nicht warum. Naja, toll. Hä? Ich raff das Ding nicht. Der ist doch immer... Hä? Ich muss jetzt erst mal verstehen, wie... Ja, toll, natürlich geht das so... Hä? Ich verstehe es nicht. Ich dachte, ich habe das jetzt eben gelernt, was ich jetzt anwenden muss. Hä, warum nimmt der denn so scheiße an? Wie soll denn das gehen? Nein. 700 Punkte. Ich brauche circa 2000, um überhaupt auf Profi zu kommen.
das war sogar gut. Und dann war es wieder schlecht. Okay. Oh, und jetzt kommt er nicht. Nein! Oh Mann! 300 Punkte schaffe ich hier nicht. Hä, was ist denn hier der Trick? Ihr könnt mir doch mal gerne auch im Kommentarbereich schreiben, was soll ich denn hier anders machen? Okay, das geht nicht. Ich muss ja mal was probieren. Wie mache ich denn sonst Heber? So nicht. Ja! Nein! Wie, das waren noch keine 300! Juhu! Hier, ich lese mal die Anleitung, ja. In der Heber geht es darum, Heber über die Mauer hin und her zu spielen. Jetzt. Ihr wollt mich doch verarschen. So, was haben wir hier noch? Beenden. Ich will jetzt das gucken. Ich muss jetzt ganz dumm mal rumgucken. Wo geht das? Hier. Nee. Da. Steuerung. Steuerungshilfe. Und Steuerung. Ich muss das da jetzt nochmal nachgucken. Ah, Lupfer ist kein Heber, ne? Das war ein Lupfer. Also Heber, Flanke. Heber heißt Flanke. Also, was kann man hier noch machen? Anspringender Heber ist RB. Ja, aufspringender Heber. Das will ich doch machen. Heber in den Lauf will ich nicht machen. Also RB und X muss ich jetzt drücken nochmal. Das habe ich doch eben auch mal gelernt irgendwann. Also sorry für meine absolute Doofheit, aber... Ich bin so. Dumm ist der, der Dummes tut, und ich bin dumm. So. Gut, es geht weiter mit Marco Reus. Unglaublich, dieser Mann. So, R, B und X. Okay, vielleicht muss ich den machen, wenn der andere den hat. Eins, zwei. Oh nein, was drücke ich denn da? Ich weiß, es ist nicht schön, was ich hier mache. Nee, das bringt nichts. Das ist ja dann irgendwie so flach. Macht doch mal ruhig, Jungs. Oh. Ich verstehe es nicht. Oh Mann, ey. Also. Ich mache irgendwas Grundlegendes hier falsch. Aber so richtig falsch. Ich raff's nicht. Nun, warum schießt er den dann immer 30 Meter vorbei? Es kann doch nicht sein. Juhu! Naja, 300 Punkte. Also, mit mir werdet ihr heute hier nicht glücklich an der Stelle. Hui! Ich raste gleich aus, echt. Wie kann denn das sein? Ich habe doch eben gelernt, mit X soll ich das drücken. So, jetzt drücke ich X und bumm. Dann drückt der X, dann drückt der X und dann drückt der X. Oh, jetzt klappt es irgendwie. Ich hab keine Ahnung warum. Ach, guck mal, jetzt sind wir sogar direkt an mir. Komm, 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 komm. Yeah! Ich bin immer noch auf Amateur. Aber das war doch jetzt unglaublich. Hast du noch? Yeah. Mann, warum macht ihr so fest? Ich drück ganz kurz. Ich habe gerade Blut geleckt, wie ihr vielleicht merkt. Komm, der darf einmal drauf. Guck mal. Oh. Das war die falsche Richtung. Ja, komm. Ja, ja. Ja, der geht auch noch. Der geht noch nicht.
Aber ich glaube, wir belassen es dabei. Es macht ja keinen Sinn, euch hier stundenlang mit nichts können. Oh. Aber es war ein kleines Highlight dabei und es war eben. Oh ja. Ja, man darf nicht direkt machen, weil dann ist er zu schnell danach. Okay, das muss ich also in Ruhe nochmal für mich üben. Und ich hoffe, ihr übt das auch und habt es vielleicht schon sogar hinbekommen. Die meisten haben das ja schon durch. Ich mache das ja immer nur mal so. Und ja, ich danke euch fürs Zuschauen und gebt mir gerne Tipps, wie ich das hier besser machen kann. Ich glaube, ich habe jetzt gesehen, ich sollte die nicht direkt annehmen, wenn die noch so flach geschossen haben. Erst bei diesen Kopfbällen vielleicht. Ja, und dann könnte es auch mit dem Nachbarn klappen, ne? Okay, ja, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Und das ist dann auf jeden Fall... Schießen. Ich bin sehr gespannt, ob ich das in einem Part hinkriege. Ich kann nicht schießen. Ich treffe doch die Tore nie. Okay, gut. Ja, bis dann erstmal. Danke fürs Zuschauen. Ciao, euer Basti.